Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 26. März 2019. Heute ist Portaltag. Diesen Portaltagen gehen zum Maya-Kalender zurück. Und die Mayas waren eine Hochkultur und sie haben einen präzisen Kalendersystem ausgearbeitet nach ihren Beobachtungen. Leider ist ein Teil verloren gegangen durch die Inquisition, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben und das sollen wir auch pflegen. Weil dieser Kalender beschreibt die Tage, die Qualität der Tage nach ihren Beobachtungen. Und die Portaltage bedeuten, dass wir eine andere Schwingung haben und es öffnet sich ein Tor zu einem feinstofflichen Energiefeld und sind wir in direkten Verbindung zum Zentralsonne Alkyone. In die Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Und eine Welle dauert 13 Tage lang. Die beiden Zahlen 13 und 20 sind die heiligen Zahlen die Mayas. Eine Welle dauert also 13 Tage lang und das könnt ihr so vorstellen wie in unserem Kalender die 7 Tage Wochen. Wir befinden uns gerade in der 9. Welle. Diese Wellen sind Frequenzen, Töne, Schwingungen und beschreibt die Qualität an diesen 13 Tagen, was wir gerade erleben. Und das bedeutet, wir sind in dieser Zeit und das dauert bis 6. April 2019, verspüren wir die Feuerelement, die Feuerenergie. Und das bedeutet Begeisterung, Leidenschaft, Aktivität. Und hier haben wir mit Schlangenkraft was zu tun, was aus dem Feuer entsteht und durchdringt alles, bis das eine Form, eine Gestalt bekommt. Und das ist schon die Begeisterung, ist schon die Herzenswärme. Aber hier bei dieser Schlangenkraft, dieser Schlangenenergie, sollen wir verstehen, dass hier um zwei Schlangen handelt und das zeigt auch unserem Körper Doppelhelix oder die Askulapstab. Die eine Schlange zieht die Energie nach unten und davon sollen wir uns befreien und die zweite Schlangenenergie kommt aus der Tiefe und lässt die Energie steigen nach oben. Und dann kommt diese Begeisterung und das setzt auch etwas in Bewegung. Und wie können wir das verstehen, diese Schlangenenergie? Was ist das, was die Energie nach unten zieht? Natürlich kann das Einflüsse von außen sein, wie Lügen oder Intrigen. Aber wir sollen auf unserem eigenen Energiefeld auch achten und da tragen wir die Verantwortung. Und das sind unsere eigenen Gefühle. Und das kann ich so erklären. Es ist eine ganz klare Linie. Und diese ganz klare Linie besagt, in einer Seite sind die negativen Gefühle
und die andere Seite sind die positiven Gefühle. Und die eine System hat mit dem anderen System nichts zu tun. Man darf die nicht vermischen. Auf dem einen System, wo die positiven Gefühle sind, ist Licht und Liebe und das ist göttlich und das ist die schöpferische Energie. Das ist die Schlange, was die Energie nach oben bringt und steigt wie Phönix aus der Asche. Das ist die Transformation oder das sind die alchemistischen Prozesse. Und zu diesen Gefühlen gehört Begeisterung, Dankbarkeit, Vertrauen, Hingabe und Liebe. Es ist göttlich, das ist Licht und Liebe und das ist schöpferisch. Und mit diesen Gefühlen, mit dieser Energie können wir unserem Leben schöpferisch gestalten. Die anderen System ist eine grundsätzlich anderen, hat mit dem einen, mit dem anderen nichts zu tun. Man darf das nicht vermischen. Die anderen System sind die negativen Gefühle. Und dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Eifersucht, Neid und Hass. Sind alle negativen Gefühle. Das kommt nicht von Gott, ist nicht schöpferisch. Das sind die blockierenden oder zerstörerischen Energien. Und das kommt von dieser Art von Gefühlen. Die allertiefste Gefühl, was alles zerstört, das ist die Hass. Aber es gibt Gefühle, die auch zum negativen Gefühlen zählen, die wir alle kennen. Dazu gehört Angst, dazu gehört Zweifel, dazu gehört Schuldgefühl und dazu gehört Wut. Das kennen wir alle. Wir sind hier in einem Bereich, was ich als Grauzone betrachte. Es ist menschlich. Und wir sollen auch zu diesen Gefühlen stehen, weil das Gefühl ist da und wir können das nicht unter dem Teppich kehren. Mit diesen Gefühlen aber öffnen wir Pandoras Büchse und in dem Moment öffnet sich ein Tor, wo die ganzen negativen Gefühle von außen einströmen können wie ein trojanisches Pferd. Und dann fühlen wir uns verletzt. Das bedeutet, dass von diesen Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl und Wut sollen wir sofort verabschieden. Die Gefühle transformieren ist nicht einfach, weil das ist ein Prozess. Aber die Gedanken können wir sofort verändern, umdenken wie eine Schaltung. Sofort umdenken auf Themen, lenken unsere Aufmerksamkeit, was uns begeistert, was uns Lebensfreude schenkt. Wir kommen zurück zum positiven Gefühlen, weil sofort verspüren wir die Leichtigkeit, die Ruhe, die Begeisterung und vergessen wir die Sorgen. Die Angst wird weniger. Wir verabschieden von Angst oder Zweifel.
Die Lösung liegt also daran, dass wir unseren Gedanken verändern und lenken unsere Aufmerksamkeit in die Richtung, was uns Lebensfreude schenkt. Und das hilft. Und es lohnt sich, in diesen Gefühlen, in diesem System bleiben, Licht und Liebe, diese schöpferische Energie, weil wenn wir uns so fühlen innerlich, dadurch entsteht unserem eigenen Energiefeld. Weil das bedeutet, wir Menschen haben ein Energiefeld um uns herum, was uns auch schützt, natürlich. Und dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren. Und sehr wichtig ist angstfrei leben, weil Angst blockiert. Immer positiv denken, angstfrei leben, verändert sich sofort unserem Energiefeld. Wir strahlen Licht und Liebe aus und das kommt von unserem Inneren und das dehnt sich aus und das ist eine ganz andere Frequenz, eine ganz andere Ausstrahlung. Und das Schöne daran ist, diese Ausstrahlung, diese Energiefeld oder Aura wirkt, weil das ist unserem Anziehungskraft. Und es gibt wichtigen Gesetzen, kosmischen Gesetzen oder göttlichen Gesetzen, die hermetischen Gesetzen. Und eine von diesem hermetischen Gesetz besagt, alles, was wir ausstrahlen, genau das ziehen wir auch an. Und dadurch verbessert sich unser Leben. Und das sind die Energiefelder und es besteht alles aus Energie. Und das ist so wichtig, von dem einen System, und das sind die negativen Gefühle, verabschieden. Auch wenn wir Ängste haben oder zweifeln wir an etwas oder mal Wut haben. Es ist alles menschlich, aber nicht aufhalten. Nicht aufhalten, sofort übergehen. Auf den positiven Gefühlen sind wir sofort schöpferisch, sind wir in einem System und das ist göttlich. Und diese Transformation sind wir gerade, beziehungsweise ich würde sagen, diese Transformation oder diesen Gedanken, diese Muster sollen wir immer anwenden in unserem Leben, aber in dieser neunten Welle soll das Bewusstsein, dass wir das üben, damit uns besser geht in unserem Leben, dass wir befreiter sind, weil Angst bedrückt und Angst blockiert auch alles, dass wir endlich aufatmen können. Und das ist diese Wandlung. Das ist diese Transformation, das ist diese Kundalini-Energie und das ist Schlangenenergie. Die eine Schlangenenergie, wie ich schon sagte, zieht die Energie nach unten. Das sind mit Gefühlen aufladen, was die negativen Gefühle betrifft, wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl, davon befreien, die Gefühle transformieren, übergehen auf den positiven Gefühlen wie Begeisterung, Hingabe, Vertrauen, Dankbarkeit und die höchsten Gefühle ist die Liebe. Und mit diesem Liebe ist die Schöpfung entstanden und das, was wir lernen in unserem Leben, unserem eigenen Leben auch schöpferisch gestalten. Und das geht durch Gefühle, das geht durch Energie, weil das manifestiert sich. Das wird dann Taten oder Materie und das, was wir erleben auch in unserem Leben. Das
ist diese neunte Welle, und so kann ich das beschreiben, so kann ich das erklären. Das ist auch eine Seelenreinigung, das ist auch ein Herzensfeuer, und diese Energie bedeutet auch die Sexualität, weil das aktivieren wir auch. Die heutigen Tag, wir sind im zweiten Tag in diesem neunten Welle, also wirkt die Zahl 2, und so haben die Mayas das gezeichnet. Und das bedeutet die Gegensätze, die Anziehungskraft, die Polarität, oder dass wir beide Seiten die Münzen anschauen sollen. Symbolisiert auch ich und du, also die Partnerschaft und das inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Und weil hier auch ich und du in Verbindung steht, heißt Schicksalswegen kreuzen sie sich. Oder wir schauen beide Seiten die Münzen an und treffen wir schicksalhafte Entscheidungen. Und das, was wir abwiegen, wie geht das jetzt weiter? Die heutigen Kraftfeld zeigt Chemie. Chemie bedeutet Tod. Das ist wie Pluto-Energie, und das heißt, befreit zu sein von etwas oder loslassen etwas und dann übergehen in anderen Energie wie Neuanfang, Meditation, Entspannung, zur Ruhe kommen. In Ruhe liegt die Kraft, und Chemie zeigt die inneren Kraft. Aber wir müssen von allem loslassen oder verabschieden, was diese Kraft raubt. Das kann Gewohnheiten sein, das kann Kontakten sein, das kann auch Gegenstände sein oder Glaubenssätze sein oder Gefühlen wie Angst. Ich wiederhole das immer wieder. Angst ist die größte Stolperstein in unserem Leben, weil das blockiert alles. Wenn wir das alles losgelassen haben, dann können wir aufatmen, fühlen wir uns frei, dann verspüren wir die Leichtigkeit, und vor allem, es gibt Platz für etwas Neues. Und das, was bedeutet diese Chemie, diese Kraftfeld gerade in diesem Entspannung zum Kommen, von etwas verabschieden. Weil alles ist vergänglich. Wir müssen nichts mitschleppen in unserem Leben, was wir nicht mitschleppen wollen, sondern wir haben das Recht, klare Entscheidungen treffen und auch mal Nein sagen. Die Mondenergie ist die gelbe Mensch-App, und das heißt, Mensch zu sein, menschlich zu sein, für anderen da zu sein, andere Menschen auch begleiten, unterstützen, Wegweiser zu sein. Und das ist die Entwicklung einer neuen Wege oder unterstützen anderen Menschen an ihren Lebenswege, um die Seele kümmern, unserem Lebensaufgabe. Das ist eine Öffnung für die Menschlichkeit. Die schwarze Turmalin und Malachit steht mit Chemie in Verbindung. Die schwarze Turmalin bedeutet Tiefgang. Das ist Pluto-Energie. Und das ist schon die innere Kraft. Pluto zeigt uns die Tiefe, dass wir auch mal die Angst wahrnehmen, dass wir das nicht unterdrücken und dann befreit zu sein davon. Und diese Kraft verspüren. Und dann steigt die ganze Energie nach oben und es dehnt sich aus. Wir verspüren die Befreiung, die Leichtigkeit und die Bewegung. Weil dann geht in die Richtung, wie wir das vorstellen, wo wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Malachit steht auch mit Chemie in Verbindung, und das zeigt die inneren Ruhe, steht auch mit Herzchakra in Verbindung, unserem Herzensangelegenheiten leben. Und das war
diese Aufnahme, dieser Portaltag. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.